Ich wünsche euch vom ganzen Herzen einen wundervollen guten Tag. In dem heutigen Video wollen wir den alten Kiffhäus oder das Kaffhäus oder das Kieserhus beleuchten und im Querschnitt ersehen, was in ihm steckt, in der alten Zeit sowie in der heutigen und in der Zwischenzeit, als man den dort heute noch stehenden Kiffhäuserturm erbaute. So wollen wir, bevor wir hineinschreiten, sehen, was noch in ihm steckt, bei Augen, die durchleuchten das innere und wahrhaftige Wahrsein des Lebens. Was sich für die meisten Augen verborgen hält, ist für die Augen, die beleuchten und innesehen, das innere Leben allen Lebens, der wahren inhaltenden Seele, inhaltenden, inneleibenden und inneweilenden. So sehen wir im Querschnitt des erbauten Kiff-Kaff-Häuserturmes ein wahres Sinnbild des Lebens, nicht nur der Energetik des Menschen selbst, sondern einer Funktion, die uns erhält. Sie erhält uns am Leben und sie hält uns auf Erden, einem gegensätzlichen Strebens des Lebens, des Erschaffens, des alten germanischen Yrskaffen, wo drin auch das Aff enthalten ist, des Kaff, Husers, oder des Erschöpfens oder Abschöpfens, welches nur eine weitere Funktion dessen ist, was im Menschen selbst liegt, liegt und liebt. Einmal das Abnehmende, das Nehmende des Lebens, das Stehlende, das Schöpfende, das Abschöpfende und das Gebende, das Erschaffende, das Gebende, Lebende und ins Endlos hinein allstrebende, Webende. So sehen wir hier eine Symbolik, die dem Menschen selbst entspricht, die seinem Körper inneliegenden eigenen energetischen Willens, Lernens und Strebens und Lebens ist. In der Wurzel enthalten, wo am Kiffhäuser sitzt, auf seinem Throne eingeschlafen, eingewachsen, in Erd und Gestein, der Barbarossa, wobei es nie um einen roten Bart ging, die alte germanische Sprache oder auch theodische oder auch althochdeutsche Sprache als alle gemeinsame Sprachwurzel der Welt spricht. Bar, 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 die Barrune, das Geborensein, das Gebären. Der Bar, bar, der doppelt Wiedergeborene aus seiner am Steiß liegenden, inne liegenden Wurzel selbst. Das Bar, bar, os, sar, der Barbarossa. Bar, bar, wiedergeboren, us, aus, Saar, aus heiliger Saat, dem alten Saal, dem Heil, dem heiligen Saaten. Und das Inneliegende in uns selbst, geboren, verwurzelt und aufsteigend im Leben, steigt auf durch seinen in sich, in ihm schlafenden eigenen Samen und Keim, hinauf in das Sakral, das Solar, das Herz, welches ist hier ganz bestimmt nicht fälschlich als wie all angenommen grün eben nicht gekennzeichnet habe. So sehe ich in meiner Hellsicht eine grüne Lunge des Atems, so wie das Blatt des Baumes die grüne Lunge dieser Welt ist, aber nicht das Herz selbst in meiner Hellsicht als grün erstrahlt, nur weil es uns so gezeigt wird und viel eben nachplappern, was ihnen gezeigt wird in dieser Welt. So sehe ich den Ausdruck und das dritte Auge nach vielen Treppen, die dort in einer Helix hinaufsteigen, durch ihre eigenen Räume und Zentren der energetischen Kuppeln, aufsteigt bis hinauf in eine Krone. So ist alles enthalten wie im Menschen selbst. Doch sehet, doch selbst, wer nicht stabil verwurzelt im Boden, am breitesten Fundament sich selbst erporen und erkoren, nicht
kann aufsteigen das wahrlich, wirklich, wirkliche Leben aus seinen inneren Poren. Nein, es wird umfallen, so die meisten Menschen selbst das ganze Bild in sich haben, umgedreht, um anderes Himmelsflucht zu erfahren und hinaus aus ihren Körpern zu fahren, in der alten Sprache spreche ich, zu fahren hinaus aus ihren wirklich wahren Lebenstagen. So ist es für einen wirklich wahren, verwurzelten Menschen, der seine Ahnen liebt, lebt und kennt, wahre Geschichte in sich nicht ist fremd. Wahrhaftigkeit lebt, Altvera ist gut, Herzkraft und Mut im Leben. Wie andere zu sehen, wie sie sich dem Leben entziehen, den Lügen entgegenstreben, sich anderen wollen hingeben. Deshalb, ihr Lieben, sind allzu viele heute nicht stabil im Leben. Deshalb sind diese Welten so, wie sie eben sind, weil die Menschen nicht ihre heilige Mission auf Erden sehen und wahrnehmen, das Paradies im Körper selbst erschaffend, das doppelt wie das Selbstgeborene, das Babar aus heiliger Saat in sich hier, in sich selbst, körpernd, ankernd, erschaffend, irskaffend, am alten Aff, den Kaff, Kiefuß, dem Kaff, wo alle voneinander abstammten, so wie man heute noch spricht, ich muss raus aus diesem Kaff, weil hier alle voneinander abstammen, so wie einst der Aff, der wirkliche Aff und nicht der Affe, wie man ihn heute nennt, das Tier, am Apfelbome, am Affbome saß, in Thüringa, im Thüringen, beim Kaff, Aff, Kiesachruß, den alten Kas, den wirklich gereiften Kesarhus, der Seelen, die Barbar sich doppelt wieder geboren haben, in Seele und Geist, dem Unendlichen, dem Barbarossar, gegenüber dem Leib, dem Lav, dem Löwen, dem Leibe, der körperlich kämpft gegen den Zerfall, ein innerer Krieg in den meisten Menschen herrscht, von Körper, Geist und Seele, also dem Lav, dem Löw, dem Leib und dem Barbarossa, dem seelischen Heil und unendlich heiligen Geist. So kehren wir ein in den Turm hinein, um zu sehen, was ist darin und darunter, erkennend wie die Kinder im Sein, spielend, erfassend, das Innerste aus uns herauszutragen, das Helle zu erhellen im leuchtenden Sein. Wir sind das Gold der Welt. So wollen wir aus uns herausgedeihen. Wir treten ein in diese Halle, die wir erkennen als erste Kuppel. Am Ende dieses, wie es aussieht, Kamines, sitzt Barbarossa in der Wurzel. Das Barbarossa, darüber die erste Kuppel gemauert, mit dem Lichtstrahl, der dort auf den Boden fällt. Von oben gesehen ist in dieser Halle ein Sonnenkreuz, also auch eine Art Swastika, verankert. Wir sehen es mit unseren offenen Augen, wie die weiteren Räume durchschritten werden, durch eine Helix aufsteigende Eisentreppe, hinauf, durch alle weiteren inneren Räume des Turmes, bis hinauf in die Krone, die wir erkennen, dort oben, in seiner besonderen Art und Weise, in seiner Form, in dem, wie es ist. Was solltet ihr halten von diesen Dingen? Kopflos starr darin denken oder fühlen, was wirklich ist? Lasst uns fühlen, was wir sehen und wissen. Schauen wir uns zunächst einmal die Umgebung an. Hellfühlige Leute werden wahrnehmen, dass dieser Ort drumherum sehr fein und liebevoll ist. Der untere Ort Tileda mit seiner alten Königspfalz bereits dort deutlich fühlbar, auch in seiner heiligen Weiblichkeit geehrt, nicht versperrt.
Die obere Burg, auf dem heute der Turm steht, den wir eben ansehen, ist eben halt auch mitunter erbaut worden durch vor allem altes Gestein der alten dort stehenden Anlage. So steht offiziell geschrieben, dass zwei Drittel der alten Burg, vor allem der Mittel- und Unterburg, darunter liegend, abgetragen und zerstört wurden, um diesen heutigen Turm zu erbauen. Das Gestein der alten Burganlagen ist weitaus heller, geradezu rosafarben, Liebe in sich tragen. Leichtigkeit ist vor allem an der Unterburg, die noch, ja, diese alte Energie besonders gut gespeichert hat, enthalten. Früher wurde mit Seele alles aus sich heraus gestaltet. Man hatte Dinge betrachtet, einen Baum in ihn geschaut und mit Seele bestimmt, was aus ihm wird. Ein Balken, eine Schnitzerei oder eine Bootsplanke. Ganz bestimmt war alles mit Seele getragen und mit Liebe getan. So spürt man es besonders in den alten Steinen. In den neuen Steinen des Turmes ist diese alte hellrosane Farbe nicht mehr enthalten. Bereits wo an den alten Gemäuern aufgemauert wurde, ist es anders. In meiner Hellsicht ist zu 1000% die gesamte alte Burganlage in diesen hellrosafarbenen Stein, den rossafarbenen Stein, gemauert gewesen. Für mich ist dies die eigentliche Farbe des Herzchakras und das wirkliche Leuchten des inneren Herzpunktes. Die zentrale Anlage des Turmes ist die einzige zentrale Lage, die negativ am gesamten Ort erscheint. Der gesamte Ort, wenn ich ihn von Weitem betrachtete, erschien mir nicht immer angenehm. Doch dies ist anders vor Ort. Vor Ort spürt man die große Freiheit, die Heiligkeit des Ganzen, diese unglaublich verankerte Kraft einer Freiheit, einer Liebe, die gemeinsam in Balance ihr Skaft erschafft, weiblich-männlich, dort besonders getragen, im Heldentum der Alten wirklich wahren. Doch im Turm selbst, wenn ihr in die Halle kommt, mit dem Sonnenkreuze unten, die unterste, euch alle Energie aus dem Körper gesaugt wird. Dort ist es nicht auszuhalten für jemanden Feinfühligen. So brüsten sie sich auf, nicht ganz nah diesem Turme dort, ja, sagen sie, der tiefste Brunnen der Welt erschaffen, 170 Meter tief, sagen sie, soll dieser Brunnen sein, bis er dann mit Wasser gefüllt ist. Ihr wisst selbst in diesem Gestein, dass dort einfach mit einfachsten Mitteln weit viel mehr eingetragen und ausgetragen werden kann, wenn sie offiziell uns einen solch tiefen Brunnen zeigen, in den wir hinabgucken können. Ich sage euch, unter diesem Turm und dieser Anlage liegt nichts Gutes. So will ich nicht sagen, dass diese Anlage nicht vielleicht einst mit guter Absicht gebaut war, doch schon mit gar nicht mehr so viel Seele, wie man an diesem Gestein und der nicht vorhandenen Liebe oftmals erkennt. So war das menschliche Bewusstsein bereits in meiner Wahrnehmung weitaus tiefer als in der alten, wirklich wahren, hochgeistigen Hochzeit eines Minnes, einer Sprache und einer nicht so kühlen Zeit, wie wir sie auf Fotografien und Bildern in den Menschen selbst noch erkennen können, wenn sie sich vor einem erbauten Gebäude darstellten, aber keine Bilder der Erbauung selbst zu finden sind. Wie im Falle des Kyffhäusers selbst, fraglich ist, wann er dort entstanden sein könnte, so wie wir ihn heute sehen. Ich bin davon überzeugt, dass er nicht besonders alt ist und in die Zeit hineingeschrieben werden kann, um die letzte Jahrhundertwende der Kaiserzeit, der ausgelaufenen Zeit eines noch viel älteren, wirklich wahrhaftigen, alten, guten Tumes, eines Heldentumes, da eben im selbigen verankert war, aber mit Sicherheit im letzteren dieser Zeit bereits untergegangen ist. So sage ich, diese Kühle, wie sie auch zu finden ist in diesem Gebäude, was dort thront und Energie zieht, statt zu geben, abschöpft, anstatt Leben zu weben und zu geben, ist natürlich eine Ausrichtung, die jederzeit geändert werden kann, so wie der Mensch selbst, als Energievampir um euch herum, nur dank seiner Einstellung ein solcher geworden ist und dem, was in ihm innewohnt, was ihn besetzt oder besitzt,
sein Glauben, seine Ausrichtung, alles dies ist, was für diesen Turm selbstverständlich genauso innenliegend ist und das, was dort drunter geschaffen ward, um uns jetzt in der heutigen Zeit an diesem Ort etwas zu nehmen, statt ihm zu leben und zu geben. Als wir so in unserer gemeinsamen Forschungstruppe für diesen Ort, die ich auf meinem Telegram-Kanal anbot, für diesen Tage hinaufschritten, entdeckte ich eine 33, die über dem Kyffhäuser in den Wolken schwebte. Die 33 war nicht nur für mich an diesem Tage eine besondere Zahl, da ich am nächsten Tag meinen 32. Geburtstag und damit das 33. Lebensjahr antritt. So war auch Friedrich Barbarossa damals mit 33 zum Kaiser gekrönt worden. Auch diese besondere Symbolik, innenliegend mit dem höchsten Grad der Einweihung für spätere Freimaurer und das sogenannte Christusalter in sich liegend. Natürlich gehen wir auf diesen Männertreffen und auch in den Männercamps oder auch auf meinen angebotenen Reisen spezielle Wege, die anders sind als die normalen. Immerhin sind wir Teutonen, Germanen, die sich auch wieder überlegen dürfen, andere Wege hinein in Museen und Lebensfaden und Pfade und Fäden, anders zu sein als normale, gemeinsam stark einen Plan zu erleben, zu erdenken und zu gestalten, wie wir leben wollen, um unsere alten Kräfte wieder aus uns heraus walten und wallen im Leben mehr zu geben, als nur das, was normale eben manchmal können, in ihrem kleinen, winzigen Bauchraume für andere im Schutze dieser Welt und in Verkörperung unserer selbst, in Stärke und Mut der wirklich wahren Herzenergie erleben. Der Kiffhäuser, der sogenannte Kaffhaus oder auch Kaiserhaus, wie ich bereits in der Ansprache des Videos gesagt habe, eine Abstammung des Karaaf, des Koruf, des Kuaf, die Abstammung, einst wurde nur Tier, das Tier aus dem Baum Affe genannt. Die Affen kamen aus einem ganz anderen Stamm. Die Afgoden, der Afgott, der große Afgott. Wo das alte, wirklich wahre, innenliegende Reine, durchtränkt, verschmutzt und beengt wurde im Seine. Es kann nicht gedeihen und leben im Freien, wenn es sich nicht wiederholt, sein eigenes, wirkliches Freisinn, das Freisinn, der freie Sinn, geht über das Herz, welches im heutigen Neudeutsch nur Herz heißt, aber im alten Sinne vielleicht allerhöchstens mit dem Hart von Wald, so wie im angelsächsischen Hartwald, dem grünen Begriffe des Herzens, wie dem Blatte im Bohme, dem Hart, der Lunge entsprechend, da Lunge der Symbolik der Seele ist und Lunge, freier Atem, die Freiheit des Lebens und Menschen selbst ist, aber nicht mit dem eigentlichen Herzen, dem Mut, für den man eben tief in sich selbst etwas finden darf und kann, was ruhend ist und sich nicht erschüttern lässt, durch die Taten anderer im Außen, in sich selbst mutig zu sein, für das zu gehen, zu leben und zu sein, was dir entspricht. Das zu wissen allein schon, ist ein Weg des Lebens. Und die Freiheit, die oben an dem Kiffhäuser, an dem Kaffhäuser, dem alten Kaiser, dem gereiften Hause, Käser, wie manche auch meinten, dem gereiften
im geeinten, selbsten, eigenen Leib, dem Laven im Althochdeutschen, der Leib, das Liebleib und Laven sowie der darunterliegende Ort Tileder in unserer alten Sprache auch auf das Ti, die, Letar, Tiliuti, die Leute hinweist, so man damals in der Zeit schon einen großen Unterschied machte zwischen Leuten und Menschen, denn die eigenen Leute war das, was die alte Abstammung in sich trug, während manchen Mischwesen waren und oftmals die Gemischten im Leben sind. Die Freiheit in sich erkennend ist das, was neue Kraft des Sonnensohnes in euch spendet. War alles in unserem Sein wirklich und einzigartig ist, aus uns heraus fließen will, wo Kraft lebt und niemand anderes uns nehmen kann, was in uns lebt. Es ist nur Ausrichtung und Wille von dem, was du bist, willst und wahrhaftig, Vera, aller Vera, wahrhaftig bist. In der Helix emporsteigt, doch immer das Leben auf der Erde im Körper erkennend nach außen hin vorzeigt. Ist schon an, oder? Ist schon an. Ah, es ist schon an, es ist schon soweit, ja. Herzlich willkommen hier oben auf dem Turm des alten Kyffhäusers, des Kaifhäusers, des Kaiserhuses. Und wir sind hier heute zusammengekommen, um diesen Ort erforschend und vor allem auch inneschauend, inneliegend zu sehen, was ist wirklich hier. Wenn ich hier in vergangenen Tagen vorbeigekommen bin, dann habe ich mich immer gefragt, warum hier, warum gerade hier soll dieser Ort gewesen sein? Ich habe mich öfters gefragt, war er wirklich hier? War er denn eigentlich wirklich hier, dieser Ort? Denn irgendwie habe ich mit diesem Ort immer etwas ganz Besonderes empfunden und mich mit einem ganz besonderen Gefühl gebunden. Und in diesem Binden mit einer inneren Erinnerung oder dem inneren Gefühl an etwas, das einmal war, ist und immer sein wird, ist hier die Zwiespältigkeit eines Ortes definitiv nach wie vor vorhanden. Denn wir haben auf einmal das Heilige an einem Ort, wo wir drumherum die Natur wiederfinden, wo wir uns auf eine Wiese legen können, so wie wir das vorhin zu dritt gemacht haben, und ganz speziell und eigen in etwas hineinspüren können, in die Tiefe dieses Ortes und fühlen, dass er wohltuend ist, dass er guttuend ist, dass er viel mehr hat als nur irgendetwas, das sich ja, an manch anderen Orten vielleicht auch empfangen lässt. So sind wir hier auf einer Art Empfangsantenne, die man hier zu... Wir wissen nicht genau, wann es wirklich hier hingebaut wurde. Als wir in die Empfangshalle hineingekommen sind, war es halt so, dass auf einmal das erste Mal an diesem Tag eine Schwere empfunden wurde. Denn an diesem Ort war bis jetzt überhaupt gar keine Schwere zu empfinden. Weder unten in Tileder, in dieser alten anderen Kaiserpfalz oder auf diesem gesamten Felde. Wenn wir hier unten hinabsehen, könnte man ja sagen, wir sind von dort unten hinaufgekommen, wo diese alte Königspfalz ist, durch den Wald. Die Vorburgenanlagen, die auch hier liegen, haben wir begutachtet und gesehen, wobei da noch eine weitere Vorburg sein muss im Wald, die wir so nicht erreichen konnten. Und so ist gesamt gesehen natürlich hier eine weitere Burg zu sehen im Wald, die einst mit dieser verbunden existierte. Und auch da unten ja schon wieder die nächste Anlage oder Anlagen waren, so wie wir ja vorhin auch diese Berge dort hinten, die höheren Hügel von unten gesehen haben, auf denen genauso ja, versammelt, getinkt wurde, da ich diesen Ort hier als alten, uralten Tinkplatz sehe und wahrnehme. Und wir jetzt heute die andere Perspektive gerade haben von dem, was wir vorhin von unten gesehen haben. Vorhin haben wir von unten hinaufgeschaut, jetzt schauen wir von oben hinab und sehen, wie zum Beispiel hier auf einem Turm, der hier einmal war, von oben hinabgeschaut werden konnte, auf die Stämme, die Fürsten und alles dem, was sich hier eben einte, traf und dort unten sozusagen vor Ort lag. Und diese Schwere hat man an diesem Ort überhaupt gar nicht gefühlt. Erst in diesem Turm, in den wir hineingekommen sind, dieser Turm mit seinem ja, helixförmigen Aufgang und einem Brunnen, den sie nennen, den tiefsten Brunnen der Welt, der hier hinabgeht, genau hier drunter. Wir wissen, wo schon die tiefsten Brunnen der Welt sind, der Brunnen, ja, das Brunnen, das Tiefe unten ist
Und natürlich auch ganz andere Dinge dort noch in den Stein hineingetrieben werden konnten. Merkt man in dieser Schwere, dieser Anlage, wenn man hier hineintritt, das Gegenteil dieser fröhlichen, leichten, gebenden Energie, nämlich etwas Schweres, das eher an einem zieht. Mit Sicherheit auch im Laufe der Zeit verändert wurde. Denn so wie diese Sonnenkreuze unten am Boden des Turmes deutlich sichtbar ist, ist nur für unsere inneren Augen das Weitere sichtbar, was im Gestein und den Weiteren noch wirkt und inne liegt. Doch ist es für uns immer eindeutig wahrnehmbar, ob wir uns in einer Leichtigkeit bewegen oder in einer Schwere. Und hier ist es an diesem Orte, in diesem großen Turm, die ja schon vom Weiten dahersehend lassen wirken kann, dass es eine Art energetische Vorrichtung und Anlage ist, um eben vielleicht auch einen Kraftort zu nutzen im negativen Sinne, so wie man es hier eben halt auch spüren kann, auch geschieht. So freue ich mich von ganzem Herzen, dass wir hier sind, gemeinsam mit den drei treuen Gefährten, die sich heute hier eingefunden haben, im perfekten Leben, im Zustand des Gemeinsams hier. Denn alles, was wir hier immer wieder zusammenfügend in einem mit denen, die sich zeigen, tun, ist etwas Erlösendes an Orten, wo vielleicht einst Geschichte, tiefe Geschichte gelebt wurde, so wie wir heute immer noch leben und niemals etwas aufgehört hatte zu leben. Danke sehr. Hier sehen wir nochmal sozusagen gerade innestehend in dieser Pfalz oder Königspfalz Tileda. Und im Hintergrund sehen wir schon die Kiffhäuser auf dem Berg mit dem heutigen dort stehenden Turme. Und man kann sich auch gut vorstellen, weil das hier vorne Vorwall genannt wird und dann Hauptwall, dass wenn hier Leute einzogen, sozusagen aus dem Osten, aus der aufgehenden Sonne kamen, diesen Berg hinaufkamen und wenn dies wirklich eine Art Haupttor war, dann mussten sie auf die Kaiserpfalz dort oben zuschreiten, durch das Tor hindurch und kamen hier in diesen Thing- und Versammlungs- und Heerschauplatz, was natürlich besonders eindrücklich auch ist, wenn wir gesehen haben, eben wie im ersten Video, dass diese Berge drumherum, die auch so flach waren, ja auch von dort oben zu beschauen waren. Und so konnte natürlich die sogenannte, ja, wenn wir es jetzt mal einfach sagen, Reichsführung, die dort oben auf dem Berg saß, sehen, wie sich alle hier versammelten hatten. Alle Stämme, alle Herzogtümer, egal zu welcher Zeit, ob wir jetzt von einer Zeit Friedrich Barbarossas sprechen oder von einer Zeit atlantischer Stämme, die damals auch hier waren, davon abgesehen, wie Meeresspiegel irgendwie mal waren, ist das ein Hauptting- und Versammlungsplatz hier gewesen, von dem man aus auf diesem Berge alle anderen Versammelnden, Herbänne, Herrschauen, Stammes, Herzöge, Fürsten, und mit allem Lieblichen und auch Weiblichen, wie man das hier spürt, denn an diesem Ort spürt man nicht unbedingt die Unterdrückung von etwas Weiblichen. Nein, man spürt vor allem das mit dem weiblich Schwingende. Und ich bin auch das erste Mal heute hier an diesem Ort. Ich bin bis jetzt nur einmal dran vorbeigefahren. Und dann habe ich mich schon immer gefragt, es tauchte immer die Frage auf, das habe ich eben auch schon zu den Jungs gesagt, warum gerade hier? Es kam immer die Frage auf, warum gerade hier? Und mit den ersten Blicken jetzt gerade von diesem Berg hier hinab, was wir später auch nochmal von oben erblicken werden, kam mir schon eine Antwort. Diese flachen Berge hier drumherum waren perfekt dafür geeignet, für gewisse Gruppenteile hier vor Ort zu lagern, in einer Art Sommerlager. Aber abgesehen davon, dass man ja irgendwie vor 800 Jahren sowieso noch ein Mittelmeerklima hier hatte in der Region, war es ja auch nochmal eine andere Geschichte als diese vor allem klimatisch schwankende Katastrophenzeiten von Missernten und Problemen mit Ernährung und den gesamten leeren Bevölkerungsraum auch hier, der irgendwie auch so einhergehend überhaupt gar nicht übereinstimmen kann mit dem, was sich hier wirklich versammelte. Und ich will mal kurz zu diesem Haupttore dort hinaufschreiten und mal sehen, was wir von da oben noch so sehen. Denn das T in Leder ist ja das Die. Tileda, Tileta, die Leute, aber auch Ting-Leute, die Ting-Leute. Hauptwall und Kammertor. Die Ting-Leute, die sich hier versammelten und auch dementsprechend
tinkten und sich sammelten. Wir sehen hier diesen wundervollen Ort. Da unten sind die Jungs, die Männer. Und wir sehen noch einmal das, wovon ich gerade sprach. Wir haben genauso diesen flachen Tafelberg da drüben. Das ist kein Tafelberg, aber es ist einfach ein flacher Berg, auf dem man sich genauso sammeln konnte wie hier. Oder dort. Und deshalb war das auch hier. Deshalb war es genau hier. Ein Hauptversammlungsort der alten Zeit. Des Barbar, des doppelt heilig gesalbt Wiedergeborenen. Barbara Ossar, Wiedergeborenen aus dem Heiligen, dem Saar, den Samen. Die sogenannte Königspfalz Tileda macht an diesem Orte eher den Eindruck eines Vorpostens des eigentlichen, wirklichen, imposanten Gebäudes dort oben, der mehreren Borgen, die dort auf dem Berg des Küff-Häusers lagen, des Küff, des Küß, des Kaiserhus. Wie wir sehen, dort oben lag diese eigentliche gewaltige Festung und alles, was hier unten war, dieses Tileda, Tileute, Tilude, ist so, wie man sehen kann, natürlich hier, wie es aufgebaut ist, auf diesem flachen Plateau eine interessante Anlage, die nach dort hinten ja sozusagen noch um die ungefähr doppelte Länge weiterläuft. Also auch bebaut war, das, was jetzt Streuobstwiese ist und der normale Besucher hier gar nicht sehen kann, wie groß das hier war. In meinem Gefühl hier, ja, so eine Art Vorplatz befestigter gewesen, der auch durchaus wie so eine schöne Festwiese wirkt. Nicht nur so, wie es heute hier bebaut ist, sondern allgemein, wenn man dort oben auf der Burg hinabschauen würde, das Ganze ja unten eigentlich so als das Tinglager sehen könnte, dieses Plateau. Das Plateau ist ja sehr flach gebaut und insgesamt ja, so leicht erhöht hier im Gelände auf jeden Fall. Aber als eigentliches große Anlage, als Kieshus da oben ja auch zur Demonstration der so eigentlich hier ansässigen Leute, da sich ja alle Stämme hier trafen und einten, kann man ja sagen, dass da oben, als die wirklichen Hausherren dieses hier vor Ort liegenden Landes, natürlich dort oben, ihren Stammsitz hatten und hier unten sozusagen auch der Versammlungs- und Tinkplatz der Anreisenden war, also der Stämme und derjenigen Fürsten, die von weit her kamen und hier dann sozusagen auch lagerten. So eigentlich so ein bisschen, wie man das hier in dieser Darstellung, so wie sie es so nachbauen, so ein bisschen zeigen. Wir haben ja so ein paar Holzhäuser, ein paar Lehmhäuser, einfach gehalten, natürlich ohne Liebe gebaut, ohne Verzierung. Hier wurde kein Baum gefällt, der ausgesucht wurde für dieses Dorf. Hier wurde kein Baum mit Händen bearbeitet für dieses Dorf in seiner, ja, in seinem Inhalt, in seinem wirklichen, in seinem inneren Erkennen. Wofür ist ein Baum überhaupt geeignet? Wofür nehmen wir diesen Stamm? Das sind alles nur Stämme, die so, ja, den fällen wir, den sägen wir und den bearbeiten wir. Früher hat man das Innere des Baumes gesehen und wusste man, wofür dieser Baum und dieser Stamm geeignet ist. Wird er verziert? Wofür nutzen wir ihn für das Ganze? Wir sehen diese Zelte da hinten und diese, ja, Wachanlagen, Wachtürme hier im Gelände, was mit Sicherheit auch früher so befestigt war. Und wir haben diese ganzen anderen flachen Hügel drumherum. Vielleicht seht ihr das, dort hinten einen flachen Hügel, auch dort einen flachen Hügel. Und so könnte man auch meinen, dass hier wahrscheinlich auch sozusagen andere Geschlechter oder Ahnenlinien auf diese Berge hinübergehen konnten und auch auf denen einzeln für sich dann wieder sitzen könnten. So wie ich es einfach gerade wahrnehme, versammelt hier um diesen Küffhäus oder um diese Berge hier drumherum. Und dementsprechend auch nicht nur diese Pfalz Tileda, wie man sie hier nennt, Tilute, die Leute, oder Tilevar, das Leben, hier auf allen flachen Hügeln wie dort hinten gelegen und auch dort gelegen, genauso ähnlich dann zu gewissen Zeiten hier gesammelt und getinkt und gesungen und geklingt werden konnte. Und ich denke einfach, dass das eine viel tiefere Wahrnehmung ist zu dem, was hier wirklich stattgefunden haben könnte. Das ist ja nicht das, was ich jetzt einfach mal so behaupte, aber es ist etwas, das ich spüre, weil dieser Ort einfach viel mehr hergibt, als er öffentlich natürlich preisgegeben wurde für uns. Der Kiffhäuser, das Kiff, das Kaff, ich habe es eben schon im ersten Video gesagt, früher hat man immer gesagt, ich muss raus aus diesem Kaff, das Dorf, in dem alle voneinander abstammen sozusagen, aber dass wir natürlich in diesen alten Reinheitsgeboten von Atlantis lebten, in der Abstammung und in ganz gewissen Blut und Linien der, ja,
der genetischen Weitergabe, auch der genetischen Reinheit, um eben halt auch dieses innere Schlüssel- und Erinnerungs- und Wahrnehmungsvermögen nicht sozusagen ja, zu verlieren, haben wir natürlich ganz gewisse Plätze wie hier erwählt, an denen wir uns sammeln konnten zu gewissen Festen, zu gewissen Festlichkeiten. Und man kann sich mal ansehen, wie von allen Bergen dort drüben, die flachen Berge und auch die andere Seite, die sind ja ungefähr gleich hoch. Man konnte sich von hier aus gegenseitig erblicken über solche Türmchen wie hier oder einfach nur von dem Wiesenplatz dort unten befestigt drumherum. Und man konnte sich gegenseitig sehen und dann wusste man zum Beispiel, dort oben sind die Sueven, dort hinten sind Sachsen und Thüringer, so wie man sie halt zu gewissen Zeiten schon nannte. Das ist natürlich alles schon diese Phase der Trennung, wo Menschen voneinander aus dem alten Wissen sich entfernt hatten, dass sie aus einer gemeinsamen Wurzel stammten, aus der alten atlantischen, ja, der alten atlantischen Wissenslinie und sich nicht gewissen energetischen Formen von, ja, wie könnte man sagen, wir haben gewisse Energien, die wir auch im Alltag leben wollten, angenommen. Wir haben sie betanzt, wir haben sie gefeiert und wir haben sie geruhnt und geraunt und unser Leben aus uns herausklingen lassen und unser Leben gezogen. Zum Beispiel einen Tor, einen Donner, einen Tunar. Eine dieser Energien in uns verkörpert oder gelebt, nur zu gewissen Zeiten, sei es nur für fünf Minuten, wo wir sie gebraucht haben, in unserer Sippe, in unserer Familie, um etwas zu sagen, um etwas durchzusetzen. Oder eben auch, um die feinsten Kräfte an den höchsten, schwingsten Orten, so wie auch der Kiffhäuser da oben wie eine Art Antenne wirkt, natürliche Kraftorte bebaut worden, an denen gewisse Energien liegen und sich offenbaren. So wollen wir dort nochmal weiter fortschreiten und einfach schauen, wo es uns hier im Inneren noch Witten offenbart. Ja, ihr Lieben, zum Schluss kommen wir nochmal in das Bildnis hinein. Wir waren ja unten in die Halle reingegangen, wie ihr saht. Dort war das Sonnenkreuz im Boden. Und genau in dieser Wurzel sitzt der, wie sie zeigen, schlafende Barbare Ossar. Und dort im runden Saale, im runden Raum, so wie ich es euch jetzt nicht zeigen werde, sind schwere Eisenplatten angebracht. Und unter anderem sind auf diesen Eisenplatten Gräueltaten oder angebliche Gräueltaten der Deutschen zu sehen, die im Laufe des Ersten oder Zweiten Weltkrieges geschehen waren. Und natürlich passiert genau dies im Raum der Wurzel, so wie sie es uns dort zeigen. Wenn ihr euch mit Geschichte befasst habt, dann wisst ihr, dass das Allermeiste nicht stimmt von dem, was sie euch zeigen, aber euch in die Wurzel legen. Und eben genau dort sitzt die Fäule in diesem Raum, genau wie man sie spüren kann. Das Dunkle, das Negative an diesem Turme. Es ist in die Wurzel gelegt und es wirkt dort. Und ich möchte nicht sagen, dass dieser Turm jemals dafür gebaut wurde, negativ zu wirken. Nein, aber er hat in der heutigen Zeit, so wie er genutzt wird, mit dem darunterliegenden im Raume, eine negative Wirkung im Gegensatz zum gesamten anderen Gebiet dieser hohen Heiligkeit, dieses Ortes, wie wir eben gerade nochmal in den wunderschönen, herrlich letzten Aufnahmen der alten Königspfalz in Tileda und der Burg drumherum gesehen haben, dass dort eine hohe Heiligkeit vorliegt. Wir sehen es schon an den Steinen, alles was restauriert oder neu gebaut wurde, trägt nicht diesen alten, rosa, ausgeleuchteten und ausgewählten Stein, aus dem alles gebaut wurde. Auch eben in diesem Museum Tileda, alles ist herzlos dahergerichtet, seelenlos. Nur die alten Burgteile der Unterburg zeigen noch diesen rosa leuchtenden Stein. Und genau das war es, herrlich klar und rein. Und so werden wir auch wieder in Zukunft sein. Deshalb bedanke ich mich sehr herzlich bei euch. Wenn ihr Lust an Exkursionen zum Kiffhäuser habt, das vor Ort erleben wollt, vielleicht nicht in der Männervariante, sondern in einer allgemeinen Variante, diesen Ort zu sehen, zu beleuchten und durch meine Orte, meine Worte, Orte, Wurzeln und auch Augen näher zu beleuchten, dann kommt in meinen Telegram-Kanal oder schreibt mir eine E-Mail unter freiemensch@googlemail.com. Die E-Mail-Adresse steht ja auch in meiner Videobeschreibung und es gibt auch Seminare zum Thema die wahre Energetik des inneren Menschen, finden statt im Harz bei Goslar, wo ich hauptsächlich wohne. Ich bin auch viel im Ostharz oder eben auch am Kiffhäuser.
Ich reise sozusagen reihum von Goslar über Quedlinburg, Kyffhäuser und dann wieder um den Harz herum. Ja, das ist meine regelmäßige Anwesenheit. Kommt auf meinen Telegram-Kanal, wenn ihr dort noch nicht seid. Dort passiert viel mehr als hier. Ich wünsche euch einen wundervollen und geeigneten guten Tag, einen geeinten Tage für euch. Geeignet und die alte Ursilbe des nie nar net und nicht war etwas anderes. Und das alles erfahrt ihr in der Ursprache unserer Sprachwurzel, dem altäodischen, althochdeutschen, germanischen Sprachsilben.